Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es einmal um den Ölverbrauch von N52, N53 Motoren und ich möchte das heiß diskutierte Thema mal ein bisschen zusammenfassend mit euch betrachten. In diesem Video möchte ich einige Sachen klären und einmal zusammenfassend darstellen, und zwar einmal, welche Faktoren haben einen Einfluss auf den Ölverbrauch? Welche Ursachen gibt es für einen zu hohen Ölverbrauch? Des Weiteren, wie viel Verbrauch ist überhaupt normal und wann müsst ihr euch Sorgen machen, dass ihr einen zu hohen Ölverbrauch habt? Und natürlich, wie kann man die Ursachen beheben, wenn man denn einen zu hohen Ölverbrauch hat? Und zu allerletzt werde ich einmal ein bisschen meine eigenen Erfahrungen mit euch teilen und einmal erzählen, wie ist mein Ölverbrauch und wie gehe ich damit um und was tue ich dagegen, um ihn zu beheben. Bevor ich aber jetzt die Einzelheiten durchleuchte, möchte ich noch folgende Sachen von euch wissen. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr einmal in die Kommentare schreibt, ist, welches Fahrzeug fahrt ihr, welchen Motor habt ihr, welches Baujahr, welche Laufleistung, welches Öl, habt ihr einen erhöhten Ölverbrauch oder nicht, wie hoch ist euer Ölverbrauch, habt ihr schon mal irgendwas getan und der Ölverbrauch hat sich reduziert, wenn ja, was habt ihr getan, wie ist euer Fahrprofil in dem Ganzen auch. Also wenn ihr das einmal so ein bisschen zusammenfassend in die Kommentare schreibt, dann wird es für die Leute, die das Video schauen, einmal sehr interessant, in den Kommentaren nachzulesen, was denn bei anderen geholfen hat und nochmal eine Übersicht zu bekommen, einfach mal den Austausch in der Community mal ein bisschen zu fördern. Kommen wir jetzt einmal zu den Faktoren, die Einfluss auf den Ölverbrauch haben. Der erste Faktor ist einmal die Viskosität des Öls. Viele fahren ja unterschiedliche Viskositäten und haben demzufolge auch unterschiedliche Ölverbräuche. Wenn ihr zum Beispiel einen 0W30 fahrt, was ja allgemein bekannt als ein bisschen dünner zu bezeichnen ist, und ein anderer einen 5W40 fährt, dann ist, was ein dickeres Öl ist, kann es natürlich da schon die ersten Differenzen geben, dass der eine mehr und der andere weniger Öl verbraucht. Der weitere Faktor, der nächste Faktor ist einmal, wie das Fahrprofil aussieht. Fahrt ihr viel Kurzstrecke, fahrt ihr viel Langstrecke? Wie fahrt ihr die Strecke? Fahrt ihr die Kurzstrecke oder den Stadtverkehr eher mit hoher Drehzahl oder mit niedriger Drehzahl? Oder wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid, fahrt ihr viel, 100, 200, 300 Kilometer mit V-Max und immer volle Pulle, das was geht, so wie ich es manchmal mache, oder fahrt ihr gelegentlich auch mal eher entspannt. Entspanntere Fahrten oder Langstreckenfahrten mit entspannteren Drehzahlen dazu führt, dass der Ölverbrauch schon mal geringer ist. Das heißt, wenn jetzt einige Leute so vor Panik kriegen, denken, ja, ich verbrauche auf 2000 Kilometer 1 Liter Öl, das ist viel zu viel, aber dann die ganze Zeit nur Hackengas fahren und immer bei 6000 Umdrehungen, 6000, 7000 Umdrehungen halt rumheizen, dann ist es natürlich irgendwie verständlich, dass der Ölverbrauch deutlich höher ist als einer, der nur irgendwie bei 2000 Umdrehungen in der Stadt herumpimmelt. So, da sind einmal ganz wesentliche Faktoren. Des Weiteren ist natürlich auch ein sehr entscheidender Faktor, wie viel Kilometer hat das Fahrzeug schon insgesamt abgespult. Wenn das jetzt ein Fahrzeug ist, was 30.000 runter ist, was es auch vielleicht noch gibt bei den N52 Leuten, ein Fahrzeug mit weniger Kilometer oder ihr 150, 200.000 Kilometer drauf hat. Ein Motor, der mehr Kilometer auf der Uhr hat, wird tendenziell mehr Öl verbrauchen als ein jüngeres Fahrzeug. Wann ist es überhaupt, dass ihr einen erhöhten Ölverbrauch habt? Ausgeschlossen würde ich mal ein bisschen sagen, an dieser Stelle sage ich vorweg, 1,52 B25 aus der ersten Baureihe bis 2010. Warum, wieso, weshalb, erzähle ich später. Aber die schließe ich mal so ein bisschen aus jetzt. Die haben nämlich ein anderes Maß. Und da gibt es auch ein paar andere Sachen, die man klären muss. Aber egal, jetzt einmal zu den normalen, zu den N52, N53, B30 und B25, N oder KP und so weiter. Da würde ich einmal mal sagen, ist der Ölverbrauch, wenn du 1 Liter auf 6000 Kilometer hast, absolut musst du dir gar keine Gedanken machen. Wenn du ein Öl fährst, ein 0W40, ein 5W40 und normales Streckenprofil hast und du hast 1 Liter Verbrauch auf 6000 Kilometer, ist bei dir alles Chico, Pico, Bello, alles Gucci. Wenn es aber dahin geht, dass der Ölverbrauch wirklich in die Richtung von BMW-Stand der Technik geht, das heißt 1 Liter auf 1000 Kilometer, bist du noch im Rahmen, wie BMW ja selber sagt, aber man kann schon ein bisschen gucken, kann man was tun, um zu reduzieren, weil es ist ja nicht unwesentlich viel Öl. Also schon eine ganz gute Menge, die eigentlich dann dadurch
flutscht und durchschießt. Ich erzähle mal kurz, wie es bei mir ist, weil das, ich habe das alles ziemlich genau getrackt. Dann komme ich aber noch mal am Ende ein bisschen genauer drauf zu. Aber ich habe einen Ölverbrauch von 0,5 Liter auf 3000 Kilometer oder ein 0,75 Liter auf knapp 2000 Kilometer, wenn ich viel Hackengas mache. Da mache ich mir noch keine großen Gedanken. Aber es ist schon ein Zeitpunkt angekommen, wo ich denke, ah, es ist ein bisschen mehr, als mir lieb ist. Und da werde ich auch ein bisschen was gegen tun. Aber das erzähle ich mal gegen Ende. Jetzt kommen wir einmal mal zu den Ursachen, die dazu führen, dass ihr einen erhöhten Ölverbrauch habt und wo muss man anfangen zu forschen. Eine der ersten Anlaufstellen ist meistens die KGE, die Kurbelgehäusenentlüftung. Das ist meistens so, dass sie dann eher verschlammt und dreckig ist und demzufolge nicht mehr richtig arbeiten kann. Das liegt meistens daran, dass die Ölwechselintervalle zu lang sind oder das Fahrzeug sehr intensiv in Kurzstreckenmodus bewegt worden ist. Des Weiteren gibt es auch einmal die Ventilschaftdichtung, die gerne mal hops gehen, die VSD. Einmal für die Abkürzung, dass ihr es einmal gehört habt. Da gibt es auch ein sehr gutes Video von BMW Farid, die verlinke ich einmal hier und hier. Ne, dass ihr einmal schauen könnt. Des Weiteren ist es auch einfach mal die Ölabstreifringe, die dazu führen, dass der Ölverbrauch ein bisschen höher ist. Das alles waren jetzt Faktoren, die man so jetzt erstmal nicht sehen kann. Also wenn man sich den Motor anguckt, hat man keinen optischen Ölverlust. Das sind alles Sachen, die versteckt sind. Huch, da habe ich das Mikro einmal geditscht. Das sind Sachen, die alle ein bisschen versteckt sind, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann. Wenn man aber mal die optische Betrachtung einmal des Motors macht und einmal ein bisschen drumherum schaut und guckt, was es gibt, gibt es einmal was häufig betroffen ist, ist einmal die VDD, und zwar ist es die Ventilschaftdichtung. Des Weiteren kann auch der Ölaustritt ist sehr gerne an dem Ölfiltergehäuse und auch der Wärme- und Wassertauscher, der auch sehr zu sehen ist, da ist manchmal auch die Dichtung ein bisschen durch. Da ist es auch im sichtbaren Bereich einmal einen Ölverlust wahrzunehmen. Das sind einmal so die eine der bekanntesten Stellen, wo man immer mal drauf achten sollte, wenn man einen Ölverlust hat. Das Gefühl habe, ey, Digga, mein Ölverbrauch ist viel zu hoch, geht gar nicht. So, dann habe ich einmal ein paar Varianten für euch vorbereitet, was man machen kann. Die habe ich ein bisschen kategorisiert in Low Budget, Mid Price und High Price. Je nachdem, wie viel Geld ihr locker habt, könnt ihr da entscheiden, was ihr macht oder wo ihr anfangt. Fangen wir mal an mit den Billig-Varianten, mit den Low Budget Varianten, wie man dagegen wirken kann, um den Ölverbrauch zu reduzieren. Einmal ist es einfach, irgendein Oilstop-Additiv zu nehmen. Die Oilstop-Additive funktionieren in der Regel so. Ich weiß es von Wagner, weil er mir das erklärt hat zu seinem Produkt. Da sind bestimmte Weichmacher drin und sonstige Additive, die dazu führen, dass die Dichtungen in dem Motor wieder gängig gemacht werden. Egal ob Ventilschaftdichtung oder überall, wo das Öl rankommt, wird eine erhöhte Dichtigkeit erzeugt durch die Weichmacher, die da drin sind. Die übrigens auch in Handcreme erhalten ist. Also wenn ihr nichts zur Hand habt, ein bisschen Handcreme reinhauen. Wenn ihr des Weiteren immer noch das Gefühl habt, einen zu hohen Ölverbrauch haben, kann man natürlich gucken, welche Ölviskosität habe ich denn gerade drin. Wenn ihr irgendwie ein 0W oder 5W30, 0W30 fahrt, was ich bei dem Motor sowieso nicht empfehlen würde, meine Empfehlung seht ihr hier, könnt ihr ja auf ein dickflüssigeres Öl umswitchen und umölen, zum Beispiel auf ein 5W40. Viele meiner Gruppe nehmen das 5W40 von Motul, sind sehr zufrieden damit. Einmal die Ölempfehlung hier oben eingeblendet. Dann kommen wir einmal zu den Varianten, die ein wenig kostenintensiver sind, aber im preislichen Rahmen noch überschaubar sind. Des einen kann man gucken, dass man den VDD, also den Ventildeckeldichtung am VVT-Steller und die Warnos mal ein bisschen überprüft. Das ist Material unter 100 Euro und ungefähr für einen geübten Mechaniker Arbeitsaufwand von etwa einer Stunde. Des Weiteren ist der zweite Faktor natürlich die heißbegehrte KGE, die Kurbelgehäusenentlüftung. Die gibt es bei eBay zu kaufen oder sonstigen Herstellern. Die ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so teuer und man kann es, wenn man nicht ganz ungeschickt ist, tatsächlich auch selber noch tauschen. Ja, das wären so die Mid-Price-Reparatur-Behebungsvarianten. Kommen wir zu dem, was wirklich teuer ist, und das ist einmal die VSD zu tauschen. Das sind die Ventilschaftdichtungen. Das ist sehr aufwendig zu beheben, weil sehr viel an- und abgebaut werden muss. Ich habe euch das BMW-Fahrrad-Video ja verlinkt. Das verlinke ich an dieser Stelle. Nee, kann ich gar nicht zweimal verlinken. Schaut euch das euch an. Da könnt ihr gucken, was er gemacht hat. Das sind eigentlich nur zwei kleine Dinger, aber die können aber auch einen sehr hohen Effekt haben. Treten aber besonders auf, wenn man einen deutlich erhöhten Verbrauch hat bei vielen VMAX-Fahrten, wie zum Beispiel ich.
Aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich mir Sorgen machen muss. Ja, und die nächste Variante sind einmal neue Kolben. Fragt er, wie kommt der Typ denn jetzt auf Kolben? Jetzt kommt der Schluss, und zwar, warum ich vorher die N52B25 Motoren ausgeklammert habe. Es gibt zu diesen N52B25 Motoren, die gebaut worden sind, bis 2010 einen Sonderfall. Und zwar ist es so, dass der Kolben eine Ölbohrung hat. Und diese Ölbohrung wurde in diesem Falle bei diesen Motoren bis 2010 suboptimal positioniert. Das führt dazu, dass die Ölbohrung unter den Ölabstreifringen nicht richtig arbeiten kann und das Öl nicht richtig abfließen kann. Was dazu führt, dass sich Öl- und Verkokungsablagerungen an den Ölringen selber anlagern können. Und des Weiteren führt es auch dazu, dass die VSD, die Ventilschaftdichtungen, verhärten können, was im Endeffekt dann zu einem höheren Ölverbrauch wiederum führen kann. Das Ganze einfach mal so, ich habe da noch einen Link zu gefunden, ich habe ja auch mich ein bisschen schlau gemacht, das verlinke ich auch einmal da unten. Die Puma-Nummer habe ich nicht finden können, aber BMW ist sich dessen Problem bewusst. Was aber wichtig zu betrachten ist, ist es eigentlich dann eher ein Komfortmangel, das heißt, euer Motor ist nicht direkt im Eimer, sondern einfach, ihr habt nur einen erhöhten Ölverbrauch, wo ihr einfach nur mehr Öl nachkippen müsst, als ihr es eigentlich tun müsstet, was aber auch lästig ist. Und wenn ihr dem Ganzen entgegenwirken wollt und ihr habt einen N52B25 Motor vor 2010, ich würde auch mal sagen, aus meiner Empfehlung, Motorcleaner zu benutzen, um Ölen zum Beispiel auf ein 5W40 ein Oil-Stop-Additiv zu nehmen, den Ölwechselintervall deutlich zu verkürzen, 10 bis 15.000 Kilometer max, Kurzstrecken, so gut es geht, was man natürlich, das ist ein Auto, man soll es auch nutzen, aber so gut es geht zu vermeiden. Und zu allerletzt möchte ich mal darauf eingehen, wie es bei mir sich verhält. Bei mir ist es so, dass ich einen Ölverbrauch habe von einem halben Liter auf 3000 Kilometer bei normaler Fahrt, sprich 1 Liter auf 6000 Kilometer. Wenn ich ein Wochenende auf dem Ring unterwegs war, 1000 Kilometer hin und zurück, in einer Tour, sagen wir mal so, 500 hin, 500 zurück, plus ungefähr 700, 800 Kilometer da, plus ein paar Runden auf dem Ring, liege ich bei knapp 2000 Kilometern und ich kann dann garantiert einmal wissen, dass ich dann am Ende der Fahrt, wenn ich wieder zu Hause bin und am nächsten Tag meinen Ölcheck mache, dass ich dann 3/4 Liter nachkippen kann. Ich nutze eine App und die nutze ich schon seit Ewigkeiten, also nicht seit ewig, sondern wirklich ewig Ewigkeiten, ich glaube seit 2008 oder so. Die nennt sich Spritmonitor. Ich habe da mal ein paar Screenshots rausgemacht, wo ihr einmal sehen könnt, wie, das werde ich mal hier so einblenden, oder hier, keine Ahnung, werde ich mal einblenden, und zwar könnt ihr mal ganz genau gucken, wann ich mit welcher Kilometerzahl welche Ölmenge nachgefüllt habe. Für mich ist das Ganze natürlich noch umfassender, weil ich trage natürlich auch meine Tankrechnungen ein, wann ich was getankt habe und wie viel ich getankt habe, und man kann für die jeweiligen Tankstops auch noch Bemerkungen hinzufügen, was ich mache, wenn ich zum Beispiel schreibe, Autobahn geballert oder ich war jetzt auf dem Nürburgring und so weiter, das schreibe ich dann da alles hin. Und demzufolge kann ich für mich sehr genau nachvollziehen, zu welchen oder mit welchen Fahrprofilen ich welchen Ölverbrauch hatte. Also bei normaler Fahrt ist es wirklich so, ein halber Liter auf 3000 Kilometer mit viel Vollgasfahrten und viel VMAX-Fahrten bei hoher Drehzahl ist es so, dass mein Ölverbrauch ungefähr einen halben Liter auf 2000 Kilometer nimmt. Tendenz ein bisschen steigend, vielleicht sogar 3/4 Liter auf 2000 Kilometer, aber drüber bin ich auch noch nicht gewesen. Wie gehe ich mit dem Ganzen selber um? Ich finde, mein Ölverbrauch hält sich im Rahmen, weil ich fahre nicht so viel VMAX und muss gerade nicht so viel nachkippen. Und ich mache erstmal alle Low-Budget-Varianten. Ich habe Wagner hier, als er in Hamburg war, mal gefragt bezüglich meinen Ölverbrauch und habe ihn gefragt, kann ich hier zu meinem Mikrokeramik-Additiv auch noch den Oilstop reinknallen? Und dann hat er mir gesagt, ey, hier Junge, ich habe zwei Flaschen Oilstop, ich habe ein paar mehr dabei, aber hier kriegst du mal ein bisschen Oilstop, pack das mal da rein und egal, ob du das Mikrokeramik drin hast oder nicht, das sind irgendwelche Additive und Weichmacher, die sind sowieso im Öl drin und nur halt hier ein bisschen höher konzentriert. Mach rein und fahr rum und teste mal. Das habe ich jetzt gemacht. Da werde ich mal ein paar Sachen hier einblenden in das ganze Video. Dann ich werde meinen Ölwechsel, den folgenden Ölwechsel, werde ich auch wieder im Frühjahr machen. Ich fahre aktuell noch das 0W40 Mobil 1 und das Motul 5W40 XS steht schon bereit. Das wird dann beim nächsten Ölwechsel eingefüllt und bis dahin werde ich wahrscheinlich noch so gute 5000 Kilometer abspulen und da werde ich auf jeden Fall auch noch ein Gefühl bekommen, wie die Additive des Oilstops
wirken und wie sich bis dahin mein Ölverbrauch verändern wird oder nicht. Das Ganze werde ich dann an diesem Channel noch ein wenig dokumentieren und berichten. Genau, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Es war ein recht langes Video, aber glaube ich auch ein sehr interessantes Video. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, würde mich aber auch riesig freuen über ein Abo des Channels. Ich werde in Zukunft die Qualität von meinen Videos ein bisschen upsteppen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, mehr Struktur, weil da habe ich mehrere Beschwerden bekommen, dass es nicht so gut war, was aber auch richtig ist, weil ich habe nicht so strukturiert geredet, hat mir selbst bei mich selbst anschauen, manchmal selbst gestört, dass ich sagte, was laber ich denn da? Also es wird ein bisschen besser werden. Ja, ich freue mich, dass ihr am Start seid und gute Fahrt weiterhin. Und berichtet bitte unbedingt, wie es mit eurem Ölverbrauch ist. Wenn ihr es noch nicht getan habt, schreibt es jetzt rein. Und wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, das ist jetzt wirklich ein sehr langes Ende, dann schreibt mal N52 Fanatics hin. Also haut rein, Jungs, bis bald. Peace. Und checkt meine Homepage aus.